Was ist das beste Spiel des Jahres 2020? Und der Gewinner wird nächste Woche bekannt gegeben. Tada! Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zu den 10 besten Spielen 2020. Ich habe es euch letzte Woche versprochen und hier sind nun also meine 10 persönlichen Lieblingsgames des Jahres. Wie immer gilt, es dürfen nur Spiele auf die Liste, die ich auch wirklich beendet habe. Also sorry, Assassin's Creed Valhalla, Doom Eternal oder Crash 4. Und naja, die Spiele, die die Entwickler auch wirklich beendet haben. Sorry, Cyberpunk. Einstimmung, noch eine kleine Montage und ab geht's mit den 10 besten Spielen 2020. Somehow the Lord gave me a second chance at that moment. Sephiroth! I would do it all over again. Was bist du doch für ein tolles Spiel, aber du hast es mir echt nicht leicht gemacht und das lag nicht am Spiel selbst. Denn Ori 2 ist ein spaßiges und vor allen Dingen wunderschönes Metroidvania, das auf den Stärken seines Vorgängers aufbaut und mit klugen Mechaniken und einer nochmals verbesserten Optik ergänzt. Aber es hatte leider auch ein paar technische Probleme zum Start, die es mir sehr schwer machen, das Spiel weiter oben zu platzieren. Denn bei mir auf der normalen Xbox stotterte und hakte es leider regelmäßig und das auch massiv. Normalerweise nerven mich so ein paar Frame-Einbrüche nicht, aber in einem Spiel, wo es auf Timing und punktgenaues Manövrieren ankommt, war das wirklich, wirklich ärgerlich und es störte mein Spielerlebnis. Aber hey, das Spiel ist dennoch ausdrücklich auf dieser Liste und unsere Toleranz für technische Mängel in Videospielen ist ja im Verlauf des Jahres sowieso ein ganzes Stück gestiegen. Ori and the Will of the Wisp läuft aber mittlerweile auch rund und das sogar auf der Switch, so dass ich es ruhigen Gewissens auf meinen Platz 10 setzen kann. Platz 9, Ghost Runner. Dieses sehr fordernde und schnelle Actionspiel ist einer meiner Überraschungshits des Jahres. Zum einen aufgrund seines sehr flutschigen Gameplays, zum anderen aufgrund seiner tollen, aber bockschweren Bosskämpfe. Angetrieben von einem extrem geilen Soundtrack springt und schnitzelt ihr euch als eine Art Ninja durch eine düstere Cyberpunk-Welt. Jeder Fehler kann dabei tödlich sein und Trial and Error ist das Grundgerüst dieses Spiels. Das ist, wie gesagt, manchmal echt sehr fordernd und sicherlich nichts für jedermann, aber das Spiel macht es euch dank schneller Respawns, vielen unterschiedlichen Fähigkeiten und tollem offenen Leveldesign mehr als einfach am Ball zu bleiben. Und wenn ihr erstmal herausgefunden habt, wie ihr eine Situation angehen müsst, dann entsteht hieraus ein unglaublicher Gameplay-Flow, der viel Frust in noch viel mehr Freude umwandeln kann. Mein Platz 9 2020, Ghost Runner. Platz 8, Spider-Man, Miles Morales. Im Grunde bietet Spider-Man, Miles Morales gameplay-technisch nichts, was es nicht auch schon im 2018er Titel gab, aber das ist auch egal, denn es macht einfach verdammt viel Spaß. Ob das Schwingen durch die Häuserschluchten New Yorks, das schnelle, flutschige Kampfsystem oder die abermals unerwartet gute Story, Miles Morales ist einfach ein tolles Superhelden, ein tolles Spider-Man-Spiel, das zwar nur knapp die Hälfte des Umfangs des Vorgängers bietet, dies aber mit tollem, knackigen Story-Pacing, einem vergünstigten Preis und einer atemberaubenden Next-Gen-Optik wieder ausgleicht. Ich fand es zwar insgesamt von der Struktur her ein wenig zu nah am ersten Teil, so dass ich es nicht höher platzieren kann, aber nichtsdestotrotz gehört das Spiel in diese Top 10 und es versüßt wunderbar die Wartezeit, bis wir uns dann wieder mit Peter Parker selbst in die Luft schwingen dürfen. Ein wohlverdienter 8. Platz, Spider-Man Miles Morales für die PlayStation 5. Gibt's auch für die PlayStation 4.
Platz 7, The Pathless. Da mache ich vor 2 Wochen extra ein Video, um euch noch schnell zu zeigen, welche Spiele eventuell auf dieser Liste vorkommen können. Und schwupps, spiele ich ein paar Tage später eins der besten Spiele des Jahres. The Pathless ist ein fantastisches Adventure-Spiel, irgendwo zwischen Journey, The Legend of Zelda und Shadow of the Colossus. Per Pfeil und Bogen und begleitet von einem Adler, gleitet, kämpft und rätselt ihr euch durch eine wunderschöne, mysteriöse Welt, um das Gleichgewicht der Götter in dieser wiederherzustellen. Neben der tollen Atmosphäre und dem spaßigen Rätsel-Gameplay, bei dem ihr meist durch Schiebe- und Physikrätsel Wege finden müsst, um mit eurem Bogen gewisser Schalter zu bestätigen. Roger, ich bestätige. Es ist ein Schalter. Stechen in The Pathless vor allen Dingen die fantastisch inszenierten und eindrucksvollen Bosskämpfe hervor. In meist mehreren Phasen bekommt ihr es hier mit allerlei Gameplay-Mechaniken zu tun, die euer Geschick und Timing fordern, aber euch auch mit gewaltiger Bildsprache und toller Musik an den Bildschirm fesselt. Selten habe ich mich so darauf gefreut zu erfahren, was der nächste Kampf für mich bereithält. Ein absolut grandioses Spielerlebnis und mein Platz 7, The Pathless. Platz 6, Call of Duty Black Ops Cold War. Ja, ich weiß, das Ganze ist ausgelutscht und die meisten können es nicht mehr sehen, aber Zuschauer meines Kanals wissen, die jährliche Call of Duty Kampagne ist für mich ein absolutes Muss. Denn Black Ops Cold War ist zumindest in seiner Singleplayer Kampagne ein wirklich toller First-Person-Shooter mit knackigem Gameplay, einzigartigem Setting, grandiosem Soundtrack und vor allen Dingen einer wirklich tollen und spannenden Geschichte. Hinzu kommt ein furioser finaler Akt mit einer der besten Call of Duty Missionen überhaupt und natürlich noch der ganze andere Multiplayer Quark. Das ist jetzt persönlich nicht mehr meins und dementsprechend sind 80 Euro für eine knapp 6-stündige Kampagne ganz schön happig, aber immerhin gibt es viele Cyberpunk-Anspielungen. Und auf der PlayStation 5 dank der DualSense-Unterstützung auch eine wirklich neue und immersionsfördernde Mechanik. Ich hatte einfach sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel und dementsprechend muss ich das hier auch würdigen. Call of Duty Black Ops Cold War landet auf Platz 6. Platz 5, Demon's Souls. Mit der Neuinterpretation dieses PlayStation 3 Klassikers exklusiv für die PlayStation 5 starten wir in die Top 5. Und ja, es ist nur ein Remake eines 10 Jahre alten Spiels, aber ein tolles Spiel ist ein tolles Spiel. Und für mich war es sowieso die erste Begegnung mit Demon's Souls, daher habe ich jede einzelne Sekunde genossen. Ich mag einfach das typisch fordernde Gameplay und das Design der Serie. Ob das Erkunden der mysteriösen Welt, die spannenden Kämpfe, das Herumbasteln und Optimieren am eigenen Charakter oder natürlich die epischen und eindrucksvoll inszenierten Bosse. Die Souls-Spiele sind einfach etwas Besonderes und dieses Gefühl, allein und verlassen in einer so gefahrenvollen Welt umherzuziehen, um am Ende trotz aller Widrigkeiten, die das Spiel auf dich wirft, zu triumphieren, ist einfach unerreicht. Völlig verdient auf Platz 5, exklusiv für die PlayStation 5, Demon's Souls. Platz 4, Hades. Auf Platz 4 befindet sich mit Hades, oder wie wir Franzosen sagen, Hades, ein Spiel, das ich zu Jahresbeginn so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das, obwohl Entwickler Supergiant Games mit Spielen wie Bastion oder Transistor eigentlich schon öfters bewiesen hat, dass sie genau meinen Geschmack ansprechen. Doch, dass das in der griechischen Mythologie spielende 2D-Top-Down-Roguelike Hades mich so begeistern würde, hätte ich nicht gedacht. In Windeseile und mit tollem Gameplay und toll geschriebenen Figuren stürmte es auf der Switch in mein Herz. Versuch um Versuch drang ich weiter und weiter durch die griechische Unterwelt und lernte immer mehr Facetten und Geheimnisse des Spiels kennen, die mich noch mehr in seinen Bann zogen. Wer etwas mit dieser Art Spiel anfangen kann und wer eventuell auch nur ein wenig Interesse an Action-RPGs à la Diablo oder Roguelikes wie Dead Cells hat, der sollte sich Hades unbedingt einmal anschauen. Für mich eins der besten Spiele des Jahres und mein Platz 4. Platz 3, Final Fantasy VII Remake. Spätestens jetzt und vor allen Dingen nach dem Video letzte Woche sollte klar sein, welche Spiele meine Top 3 bilden. Und den Anfang macht Final Fantasy VII Remake. Nicht, weil ich es grundsätzlich schlechter finde, sondern weil es in Anführungsstrichen nur ein Remake ist und hiervon auch nur ein Teil. Aber dennoch muss ich sagen, das Spiel ist fantastisch bis in die kleinste Pore und letztes Jahr wäre es auch ganz locker auf Platz 1 gelandet. Was übrigens auch verdeutlicht, was für ein außerordentlich gutes Spielejahr 2020 war. Und Final Fantasy VII ist und war schon immer ein tolles und vor allen Dingen wichtiges Spiel. Und dem Remake gelingt es auf nahezu allen Ebenen, seinem Original gerecht zu werden. Ob Optik, Akustik, Gameplay oder Story. Natürlich hat man hier und da und mal mehr und mal weniger ein paar Sachen geändert, aber es fühlte sich alles irgendwie passend und noch viel besser, es fühlte sich modern an.
Man hat sogar einen geschickten Weg gefunden, die Fesseln, die ein Remake von Natur aus durch sein Originalwerk hat, narrativ mit einzubauen, was mir besonders gut gefallen hat. Eins der besten JRPGs der letzten Jahre und mein Platz 3. Final Fantasy VII Remake für die PlayStation 4. Platz 2. The Last of Us Part 2. Man muss ehrlich sein, hätte The Last of Us Part 2 nicht den Preis als Spiel des Jahres bei den Video Game Awards gewonnen, dann hätte ich es auf jeden Fall zu meinem persönlichen Spiel des Jahres gekürt. Was natürlich genauso viel wert gewesen wäre. Und vielleicht ist es tief in meinem Herzen auch eigentlich mein Spiel des Jahres, aber ich habe mich dennoch schlussendlich dazu entschieden, es nur auf Platz 2 zu setzen. Denn ob so oder so, es ist egal. Beziehungsweise eben nicht. Denn dieses Spiel ist in jedweder Hinsicht außergewöhnlich. Nicht nur audiovisuell, technisch oder von den schauspielerischen Leistungen her, sondern wie es Emotionen erzeugt, bei jedem, mit dem es in Berührung kommt. Es ist also gerade nicht egal. Kein Spiel hat jemals so polarisiert. Kein Spiel wurde jemals gleichzeitig so geliebt und so gehasst. Kein Spiel hat die Gamer-Szene je so leidenschaftlich diskutieren lassen. Manchmal nahm es leider auch ein wenig zu extreme Züge an, aber diesen Einschlag, diesen Fußabdruck, den es in der Szene hinterlassen hat, den muss man einfach würdigen. Im Endeffekt ist es sogar völlig egal, ob euch Ellies und Abbys Geschichte oder das Gameplay überhaupt gefallen hat oder nicht. Aber ein Spiel, das es nur durch seine Charaktere und seine Story schafft, euch so zu bewegen, ist alles nur nicht egal. Und das ist doch schlussendlich, worauf es ankommt. Mein Fast-Spiel des Jahres 2020, The Last of Us Part 2. Platz 1, Ghost of Tsushima. In einem Spielejahr, in dem es so viele Highlights gab, war es letztendlich die aufgehende Sonne über Tsushima, die am hellsten strahlte. Kein Spiel hat mich dieses Jahr von vorne bis hinten so begeistert, so abgeholt und so bezaubert, wie die Geschichte vom letzten verbleibenden Samurai Jin Sakai und seinem Befreiungskampf gegen die Mongolen. Alles wirkte irgendwie wie aus einem Guss. Das tolle und spielerisch abwechslungsreiche Kampfsystem mit seinen unterschiedlichen Haltungen, die nicht nur einfach ein Gimmick, sondern wirklich wichtig waren. Die riesige, wunderschöne, offene Spielwelt, die euch meist durch natürliche Gegebenheiten zu vielen interessanten Punkten führte und sich dennoch nie so anfühlte, als würde euch das alles erschlagen. Oder die toll inszenierte, emotionale Geschichte, die wunderbar den persönlichen Konflikt zwischen wirklicher Freiheit und den selbst auferlegten Fesseln der Samurai-Tradition zur Schau stellt. Ghost of Tsushima ist einfach ein rundum gelungenes Abenteuer und wenn es schon keine der großen Videospielinstitutionen tut, dann mache ich es einfach und sage, Ghost of Tsushima ist das beste Spiel 2020 und mein Spiel des Jahres. Das waren meiner Meinung nach die besten Spiele 2020. Gerade auf PlayStation-Seite ein wirklich herausragendes Jahr, das mir viel, viel Freude bereitet hat. Doch wie sieht es bei euch aus? Was ist euer Spiel des Jahres? Stimmt ihr mir zu oder klopft ihr schon wie wild auf den Dislike-Button, weil ich es ja nur gewagt habe, The Last of Us Part 2 überhaupt zu erwähnen? War vielleicht doch eher Final Fantasy VII euer Favorit oder Animal Crossing? Oder habt ihr vielleicht sogar schon Cyberpunk durchgespielt? Beziehungsweise konntet ihr das überhaupt auf eurer Konsole? Was ist euer Spiel des Jahres? Ich wünsche euch auf jeden Fall ein paar fröhliche Weihnachtstage. Genießt die Zeit, auch wenn das Ganze dieses Jahr ein wenig reduzierter stattfinden muss. Genauso übrigens wie mein Upload-Plan nächste Woche. Sorry, erwartet kein Video am nächsten Samstag. Das werde ich einfach nicht schaffen. Also vielleicht was ganz, ganz Kurzes oder so, aber oder ein 100-Kabo-Special. Das würde ich machen. Aber sonst, nee, da geht die Familie vor, da feiern wir Weihnachten und das geht halt nicht, ne? Das versteht ihr aber sicherlich. Wir sehen uns dementsprechend erst nächstes Jahr wieder. Ich wünsche euch also auch einen guten Rutsch, frohe Weihnachtstage. Ich freue mich auf euch. Es wird geil. In diesem Sinne, abonniert Raketen.